ihr Lieben, schön, dass ihr heute euch reingeklickt habt. Ich habe heute 11 Tipps für euch, wie ihr im Alltag schnell und frisch kochen könnt, weil die liebe Zeit ist ja immer so ein bisschen ein Thema. Im Alltag ist oft viel los und oft ist die Frustration hoch, dass das frische und gesunde Essen manchmal nicht so gut funktioniert. Und ich habe heute ein paar Tipps für euch, die das Kochen im Alltag schneller und lecker machen. Also, bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Tipp Nummer 1, der sehr wichtig ist, schreib dir einen Wochenplan oder wie es so schön gesagt wird, einen Meal Planner. Setze dich einmal richtig damit auseinander, was du in der nächsten Woche kochen kannst und nehme dir dazu auch deinen Time Planner oder dein Handy in die Hand, was du in der nächsten Woche für Termine hast, wie viel Zeit bleibt dir wirklich zum Kochen. Oft ist es so, dass wir uns immer zwischendurch fragen, was esse ich eigentlich heute Abend? Später. Also wir verschieben die Essensplanung immer irgendwo an den Rand, weil wir glauben, wir haben später dafür mehr Zeit. Aber meistens im Alltag, ich kenne das ja selber, es folgt dann vieles und manchmal auch vieles auf einmal und dann machen wir das einfach nicht. Wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, einmal richtig darüber nachzudenken. Weil wenn du das Ganze einmal richtig planst, einmal richtig, hast du meistens die ganze Woche nichts mehr mit der Essensplanung zu tun. Aber wenn du die Planung immer wieder an alle Seiten verschiebst, dann muss man diesen Gedanken immer wieder aufgreifen. Man hat auch immer ganz schnell das Gefühl, dass man sich immer wieder mit Essen beschäftigt. Obwohl das immer nur so ein paar Sekunden sind, aber im Kopf hat man das Gefühl, dass sich alles ums Essen dreht, dass man das immer planen muss und dadurch ist man super schnell genervt. Es gibt wunderbare Vordrucke, die man ausfüllen kann. Ich persönlich schreibe mir das einfach immer nur auf einen großen Zettel in Stichpunkten und dann ist das ganze Thema durch. Plant genau euer Essen, dann wisst ihr Bescheid, dann weiß jeder Bescheid und dann kann so schnell nichts dazwischen kommen. Tipp Nummer 2, nie ohne Einkaufsliste. Schreib dir deine Einkäufe, genau wie du deinen Menüplan vielleicht machst, einmal auf. Und ich meine damit jetzt nicht in Schönschrift aufschreiben, ich meine jetzt nicht ein Einkaufslisten-Journaling, mega schön verschnörkelt mit Aufklebern rechts und links. Nein, einfach Zettel holen, einfach von oben nach unten aufschreiben, was du einkaufen möchtest. Weil auch wenn du einen Menüplan schreibst und du eigentlich weißt, was du kochen möchtest, dann gehört dazu natürlich auch eine Einkaufsliste, die du wirklich einmal versuchst, vollständig zu schreiben. Weil man hat das Ganze einfach nicht im Kopf. Und gerade wenn man am Ende der Woche zum Beispiel einkauft und man ist einfach müde und erschöpft, dann klappt das meistens nicht, dass man alles im Kopf hat. Also ich schreibe mir immer alles auf. Ich gehe nie ohne Einkaufsliste einkaufen. Wichtig ist auch, dass man die Einkaufsliste schreibt und dass man sie nicht in der Küche liegen lässt, sondern schön in die Tasche packen. Das ist nämlich immer mein Favorit. Ich schreibe eine Einkaufsliste und dann vergesse ich sie zu Hause. Meistens kriege ich das im Kopf noch ganz gut hin, aber ich merke auch, ich bin oft abgelenkt oder mit anderen Dingen doch beschäftigt und mir hilft eine Einkaufsliste wahnsinnig gut. Den dritten Tipp, den viele auch immer unterschätzen, ist Ordnung halten. Haltet eure Küche oder euren Kochbereich so, dass ihr immer gut durchkommt. Lasst wenig liegen, räumt schon mal auf, findet für jedes Küchengerät einen guten und intelligenten Platz und stellt euch mal in eure Küche und fragt euch wirklich ehrlich, geht das Kochen hier gut von der Hand? Ist meine Küche irgendwie kompliziert? Sollte ich vielleicht mal die Töpfe woanders hinräumen oder kann ich hier gut hantieren? Oder tüdel ich mit ganz vielen Wegen immer hin und her und mache 8 Handgriffe, aber komme irgendwie nicht dazu, mal einen Topf Wasser aufzusetzen. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Schaut mal, wo habt ihr die Gewürze wirklich liegen im Schrank? Sind die in der Nähe des Herdes oder musst du immer weit laufen? Wie sind deine Schränke sortiert? Ist das wirklich praktisch für dich? Weil ich sehe immer wieder bei meinen Kunden und Kundinnen zu Hause mit etwas mehr Küchenstruktur, laufen Abläufe einfach viel fließender und dann macht das Kochen auch mehr Spaß, weil das Ganze einfach auch schneller wird. Und das wird von ganz vielen Menschen einfach tierisch unterschätzt. Ich sehe oft Küchen, die einfach nicht gut organisiert sind. Natürlich ist das manchmal nicht einfach, wenn man irgendwie alles 10 Jahre so liegen hat und dann denkt, ja, das ist dann eben so, aber stell dich einfach mal an deine Küche und überdenke mal was. Wo ist die Geschirrspüle? Wo sortierst du überhaupt das Geschirr ein? Musst du da schon viel laufen? Da kann man so ein bisschen was umsortieren, was einfach intelligenter erscheint. Sind Geräte, die du wirklich täglich verwendest, gut für dich zugänglich? Oder musst du die jeden Tag rauskramen? Oder musst du Stecker wechseln? Und frag dich das einfach mal, weil ich merke immer wieder, dass da unheimlich viel Zeit drauf geht. Schau mal, wo du vielleicht für dich Arbeitsläufe optimieren kannst. Da geht das Kochen viel schneller von der Hand.
Tipp Nummer 4 bete ich hier immer rauf und runter. Kocht einfach, kocht mit wenigen Zutaten und bitte nicht zu viel im Alltag vornehmen. Oft planen wir in unserem Wochenplan auch Gerichte ein, die zum Teil sportlich gedacht sind. Weil wir denken doch immer, wir haben auch immer mehr Zeit zum Kochen. Und schwuppdiwupp kommen wir am einen Tag schon wieder eine Stunde später nach Hause. Man hat Hunger, dann ist man ja tendenziell immer schon so ein bisschen genervt. Jedenfalls ist es bei mir so. Dann weiß ich, es staut sich nach hinten raus und dann bin ich auch immer schon so ein bisschen, okay, let's go. Aber dann kann ich natürlich ein etwas komplizierteres Gericht überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen denkt einfach, macht ganz einfache Gerichte. Viele Menschen glauben immer, auch einfache Gerichte sind nicht gesund oder sind nicht gut. Und es gibt tolle, einfache Sachen, die auch sehr köstlich sind. Du kannst Ofengemüse machen, du kannst Gemüse dünsten, du kannst Reis mit Gemüse essen, du kannst ein tolles Curry machen. Es gibt Nudelsorten, die sind unheimlich schnell fertig. Es gibt immer eine leckere und gesunde Lösung für deine Küche. Und ich packe euch nochmal ein paar schnelle Alltagsgerichte in die Infobox. Im Alltag koche ich immer schnelle Gerichte, weil es sonst nicht anders gehen würde. Und ich finde, es sind oft immer die einfachen Sachen, die einfach cool schmecken. Du musst nicht 40 Minuten in der Küche stehen für irgendein Gericht. Und wenn dein Alltag vollgepackt ist und wenn das frische Kochen manchmal auch an deiner Zeit liegt, dann koche in der Woche einfache Gerichte. Und viele meiner Kunden berichten mir manchmal auch, es liegt gar nicht so doll an der Zeit, dass sie abends so nicht frisch kochen oder nichts Gesundes sich schaffen, sondern es liegt auch oft daran, dass man einfach erschöpft ist. Man kann zwar noch körperlich ein bisschen was hantieren, aber viele berichten mir, dass sie wirklich auch vom Kopf her müde und kaputt sind und dass sie dann darauf einfach keinen Bock mehr haben. Und deswegen kurz mal was klein geschnibbelt, ab in den Ofen oder kurz mal was aufgesetzt, das ist wunderbar. Und es ist immer besser im Alltag einfach und frisch und schnell zu kochen, als irgendwie ständig Fertigprodukte zu essen. Fertigprodukte finde ich mal super, mache ich mal auch, aber dann geht es wieder zurück zur frischen Küche, weil die natürlich auf Dauer einfach gesünder ist. Deswegen leichte Gerichte, wenig Zutaten und eine kurze Garzeit. Das hilft im Alltag enorm. Tipp Nummer 5, intelligente Küchenhelfer, die einen im Alltag wirklich weiterbringen. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte und das kommt sehr auf die Person drauf an. Aber gerade Geräte, die schnell pürieren, die vielleicht das Häckseln abnehmen, die vielleicht schnell mal was durchkneten oder super schnell was vermengen, aber auch gute Küchenbretter, scharfe, gute Messer, mit denen du gut arbeiten kannst. Intelligente Küchenhelfer sparen auf Zeit und natürlich auch Nerven. Und wenn was leichter und gut von der Hand geht, bist du einfach schneller an deinem Ziel. Wir sind zum Beispiel ein 5-Personen-Haushalt. Und wenn ich ein Gerät besitze, was mir 1 Kilo Zucchini schnell mal klein häckselt in ein paar Sekunden, dann ist mir damit total geholfen. Aber Achtung, diese Geräte solltest du auch wirklich brauchen. Nicht jeder braucht dieselben Geräte und nicht für jeden ist das Gerät optimal, was der andere hat. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse im Alltag, die man absolut beachten sollte. Ein gutes Beispiel dafür ist natürlich der Mixer, aber es kann auch ein Schnellkochtopf sein, in dem man auch Hülsenfrüchte unheimlich schnell zubereitet, weil viele Gerichte scheitern im Alltag einfach an der Zeit. Nehmen wir das Beispiel irgendwie Kichererbsen oder Hülsenfrüchte. Wenn man die zum Beispiel nicht aus dem Glas verwendet oder nicht aus der Dose, haben die eine gewisse Garzeit. Oder auch verschiedene Eintöpfe müssen so ein bisschen ziehen und dann hat man das Gefühl, man muss ständig am Herd stehen, ständig umrühren. Risotto ist zum Beispiel auch so ein Gericht, wo man sich oft nicht so weit vom Herd entfernen kann. Also es gibt immer Gerichte, die man im Alltag nicht kocht, weil sie eine lange Garzeit haben oder weil sie einfach ein bisschen manchmal nerven. Weil manchmal möchte man ja auch, während das Essen köchelt, schon mal eine Waschmaschine anstellen, wie in meinem Falle. Überlege dir also einmal, was würde dir im Alltag wirklich helfen? Was ist so eine Hürde, die du immer wieder hast? Ist es vielleicht intelligent, sich einen guten Mixer anzuschaffen? Und da rede ich jetzt nicht immer von Hochleistungsmixern, das können auch andere Mixer sein. Wenn ich zum Beispiel von guten Küchengeräten spreche, denken immer ganz viele, ich meine mit dem Vitamix, dem Thermomix oder die teuersten aller teuren Dinge. Mixer gibt es in allen Preisklassen. Es gibt auch gute Mixer in einer günstigen Preisklasse. Wenn ich jetzt davon spreche, sich ein gutes Küchengerät anzuschaffen, heißt das nicht, dass man jetzt 800 oder 1000 Euro für einen Mixer ausgeben muss. Um Gottes Willen. Es gibt durch die ganze Preispalette
gute Mixer, die einen wirklich im Alltag zufriedenstellen können. Das möchte ich hiermit nochmal sagen. Oder habe ich einen Wasserkocher, der unheimlich lange braucht, um das Wasser zum Kochen zu bringen? Das hatte ich zum Beispiel mal, als ich dachte, was ist denn mit dem Teil los? Das dauert total lange. Habe ich das Gerät gewechselt und schwuppdiwupp habe ich einen Wasserkocher, der einfach schneller ist. Manche Geräte passen einfach nicht zu einem und von denen sollte man sich auch trennen. Natürlich nicht wegschmeißen, weil wenn sie noch funktionieren, freut sich oft ein anderer darüber. Deswegen überlege einmal, kann vielleicht die Anschaffung eines Schnellkochtopfes dafür sorgen, dass du 2-3 Mal in der Woche tolle Eintöpfe, tolle Gemüsecurries dir kochen kannst oder einfach Gerichte kochen kannst, die sonst nicht so schnell in der Garzeit sind. Das richtige Küchengerät am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt kann total happy machen, kann die Nerven wirklich sehr schonen und kann zu einer frischeren und gesünderen Ernährung führen. Deswegen überleg da mal ganz genau, was könntest du brauchen, was wäre sinnvoll für dich und dann setze das für dich auch um. Tipp Nummer 6. Sollte die Zeit einfach in deinem Alltag sehr knapp sein, nutze regionale Lieferdienste. Bioläden, aber auch Bauernhöfe oder auch Supermärkte bieten super oft an, dass man sich Essen ins Haus bestellen kann. Das ist ja oft so ein bisschen negativ behaftet, weil man praktisch einen Lieferdienst in Gang setzt, um einem das Essen nach Hause zu bringen. Aber ich nutze das total für mich und ich finde es eine sehr große Hilfe. Ich bekomme einmal wöchentlich eine Biokiste vom Gutwulksfelde. Die habe ich schon seit Jahren. Und einmal in der Woche überlege ich wirklich gut, was kann ich bestellen, was brauche ich nächste Woche oder was brauche ich auch nicht. Ich stelle mir jede Woche meine Kiste individuell zusammen und die bekomme ich an einem Tag in der Woche vor meiner Haustür gestellt. Das heißt, ich muss mir über meine Essensbasis erstmal gar keine Gedanken machen, weil immer an einem Tag kommt praktisch so frisches Gemüse, frisches Obst, Nudeln, Reis, was ich so alles ständig brauche, kommt bei mir einmal in der Woche vorbei. Und es ist für mich an diesen Tagen super erleichternd, weil ich meistens nicht mehr los muss. Ich persönlich finde es immer schön, natürlich regionale Lieferdienste zu beauftragen, die irgendwie in der Umgebung sind, damit die Strecken einfach nicht zu weit sind, die der LKW fahren muss. Und da muss natürlich jeder einmal gucken im Internet, was ist einfach in der Nähe, welcher Hof oder welcher Bioladen oder welcher Supermarkt bietet auch gute Qualität. Kann einfach mal ein paar Mal bestellen und die Qualität der Produkte natürlich auch testen. Wenn das denn gut ist, dann finde ich das immer total toll, wenn man dabei bleibt. Um Zeit zu sparen, gibt es natürlich auch viele Kochboxen, die man mittlerweile nutzen kann. Ich persönlich benutze keine Kochbox, weil ich es immer noch ganz gut schaffe, doch nochmal einkaufen zu gehen und ich habe meine Lieferkiste und ich habe auch viel Inspiration, was ich kochen könnte. Für mich ist so eine Kochbox, ich habe das auch mal ausprobiert, aber für mich ist das auf Dauer jetzt nichts. Aber ich setze die auch hin und wieder mal ein, wenn zum Beispiel vermehrt mein Mann kochen möchte. Ich habe das auch mal mit meinen Kindern ausprobiert. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Idee. Ich empfehle das öfter auch meinen Kunden und Kundinnen, wenn wirklich gar keine Inspiration da ist. Weil viele haben auch überhaupt keine Lust, drüber nachzudenken und die stört das und die stresst das. Und da ist so eine Kochbox, die kommt natürlich auch eine große Hilfe. Bei einigen Kochboxen ist so ein bisschen das Manko auch der Müll und dass natürlich vorher viele, viele Transportwege zurückgelegt werden, damit alle Produkte in einer Kiste landen. Das ist für mich so ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß also nicht genau, wo kommt jetzt das und das her und ist es jetzt wirklich eine gute Sache, auch wegen der Umwelt. Aber man kann das bestimmt mal beim Kochboxhersteller erfragen. Genauso wie man auch sagen kann, dass man nicht so viel Müll in seiner Kochboxkiste wünscht. Eine meiner Kundinnen war sehr überrascht, dass da wirklich alles 5-mal eingewickelt war. Aber sie hatte einfach eine Mail geschrieben, ob das sein muss. Und jetzt kriegt sie ihre Kochbox mit viel weniger Material drumherum. Und das ist doch auch schon ein ganz toller Schritt gewesen, dass sie als Kundin sofort wahrgenommen wurde und dass man das dann bei ihr einfach anders gemacht hat. Also an ein paar Schrauben kann man da einfach noch drehen. Und viele Kochboxen sind wirklich so konzipiert, dass das jeder machen kann, dass das sehr gut nachzuvollziehen ist. Also wer Lust auf sowas hat, vielleicht ist das ja mal ein Ausprobieren wert. Aber es ist nicht was für jeden, aber wenn es ein paar Leuten hilft, finde ich das eine ganz gute Idee. Vielen macht das Kochen mit so einer Kochbox echt viel Spaß, weil sie so ein bisschen Anleitung und auch so ein bisschen Entertainment haben.
Und ich hatte auch eine Kundin, die hatte jetzt ein Jahr so eine Kochbox und die hat da so viel draus mitnehmen können, dass sie zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr eine Kochbox braucht. Also sie hat halt dieses Jahr gebraucht, irgendwie um so angeleitet zu werden, um Kochen so ein bisschen zu lernen. Und jetzt ist sie so viel freier geworden und hat ganz viel davon mitgenommen. Das hat sie einfach tierisch inspiriert. Dazu kann natürlich eine Kochbox auch gut sein. Also schaut einmal, das ist auch eine Möglichkeit, viel Zeit zu sparen und trotzdem frisch zu essen. Aber da muss man einfach gucken, ob das zu einem passt. Tipp Nummer 7 ist, verbinde dich mit Leuten, denen es genauso geht. Einige von meinen Kundinnen haben ganz tolle Kochabende ins Leben gerufen und in erster Linie nicht, weil sie irgendwie ein bisschen Gesellschaft wollen oder weil sie das mal nett finden. Das hat wirklich seinen Grund, dass man im Alltag oft wenig Zeit und Nerven hat zu kochen und dass man sich dann einmal in der Woche mit Personen trifft, denen es genauso geht. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Idee. So bekommt jeder einen Kochabend in der Woche und einmal in der Woche kann sie einfach abends dann bei ihren Bekannten zum Essen gehen. Da treffen sich dann 5 bis 6 andere Personen. Da wird zusammen schnell gekocht und ein schnelles Gericht zubereitet und man isst gemeinsam. Das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Bedarf natürlich etwas Logistik irgendwie im Voraus, aber sich mit anderen zu verbinden, denen es irgendwie genauso geht, das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Und wie man das dann so handhabt, kann man dann ja mal sehen. Aber das scheint da ganz gut zu klappen. Und sie kocht dann einmal in der Woche. Das sind auch alles einfache Gerichte und einmal in der Woche geht sie dann abends praktisch zum Essen und muss sich darüber keine Gedanken machen. Und ich finde es eine tolle Idee. Schaut doch mal rechts und links, wen es vielleicht genauso geht und verbindet euch einfach. Und wenn ihr euch treffen könnt, um gemeinsam was Tolles zu kochen, dann macht das. Das können auch Familien sein, die sich irgendwie samstags zum Essen treffen. Das können irgendwelche Mädels sein. Jeder kann das ja für seinen Bereich so machen. Habt es mal im Hinterkopf. Ich fand das eine sehr charmante Idee. Tipp Nummer 8. Wenn du kochst, koche große Portionen und friere dir einen kleinen Vorrat ein. Das geht so ein bisschen in die Meal Prepping Richtung. Und falls dich Meal Prepping interessiert, ich verlinke dir mal ein anderes Video in der Videobeschreibung. Es ist tatsächlich egal, wenn du kochst, koche größere Mengen. Denke nicht nur an den heutigen Tag. Ich koche sehr oft das Doppelte. Ein paar Portionen essen wir, ein paar Portionen wandern halt in den Gefrierschrank. Dann weiß ich, hey, ich habe da schon ein tolles Gericht im Gefrierschrank liegen. Ich mache dazu nur noch Reis und dann hat man ein schönes Essen. Das hilft unheimlich an anderen Tagen, die ganze Situation zu entlasten und Zeit zu sparen. Vorkochen oder wenn du kochst, einfach mehr machen. Das finde ich eigentlich noch viel besser, als extra was vorzukochen. Und somit hast du mit einmal kochen vielleicht 2 bis 3 Kochtage abgedeckt. Und ich finde, das ist eine mega gute Idee, um Zeit zu sparen und um trotzdem frisch zu essen. Tipp Nummer 9 sind auch schnell garende Lebensmittel. Hier kannst du auch unheimlich viel Zeit sparen. Zum Beispiel Couscous ist viel kürzer in der Garzeit als zum Beispiel ein Vollkornreis. Ich habe einen Vollkornreis, der muss 60 bis 90 Minuten garen. Ich habe dann einen hellen Reis, der braucht nur 15 Minuten. Ich habe einen Couscous, den übergieße ich mit kochendem Wasser, lasse das ein paar Minuten ziehen und dann ist der fertig. Couscous und Bulgur und schnell kochende Reis- und Nudelsorten bieten sich unheimlich gut an, wenn man schnell kochen möchte. Ich habe zum Beispiel hier Nudeln aus Hülsenfrüchten liegen. Die koche ich immer 5 bis 6 Minuten. Die gehen unheimlich schnell. Und es gibt auch sehr schnell kochende Hirsesorten. Also schau dich da mal um. Und gerade wenn du Beilagen kochen möchtest, greife im Alltag auf schnell kochende Beilagen zurück. Sachen, die sehr lange brauchen, um zu garen, koche ich einmal in der Woche vor. Ich habe zum Beispiel immer eine große Schüssel Vollkornreis im Kühlschrank stehen und ich habe auch immer Nudeln fertig gekocht im Kühlschrank stehen. Immer. Komme, was wolle. Aber auf schnell garende Lebensmittel zurückzugreifen, ist immer eine gute Idee, die den Alltag einfach schneller macht. Tipp Nummer 10, der mir persönlich oft hilft, ist Brot als Beilage. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen an, so, ja klar. Aber es gibt wirklich sehr viele verschiedene Brotsorten. Es gibt so Knäckebrote oder auch Cracker, die sich unheimlich gut halten. Aber so eine Art Brotcracker oder andere Knäckebrote. Es gibt unheimlich viele Brotsorten, die man gut irgendwie zu Suppen essen kann. Also ein leckeres Pumpernickel zum Salat und ich hatte neulich so ein ganz tolles Sonnenblumenknäckebrot, das habe ich so zur Suppe gegessen, auch eher aus der Not heraus, weil ich irgendwie nichts mehr hatte. War super lecker, ich bin immer wieder überrascht, wie toll man da
einige kleine Gerichte mit aufwerten kann. Also habe verschiedene Brotsorten im Haus, die vielleicht auch haltbarer sind als normale Brotsorten. Ich mache das immer und es hilft mir total. Ein Tipp, um Zeit zu sparen, ist, mehr den Wasserkocher beim Kochen einzusetzen. Also willst du Nudeln oder Reis kochen und stellst das Wasser auf den Herd, natürlich mit Deckel, dann geht es natürlich schon relativ schnell. Wenn du einen schnellen Wasserkocher hast, der das Wasser noch schneller kocht als die Herdplatte, das musst du mal ausprobieren. Das ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen. Also Wasser in den Wasserkocher, Wasser in den Topf und Deckel zu und das Wasser wird schneller kochen. Somit sparst du ein paar Minuten im Alltag für die Alltagsküche. Ich mache das sehr, sehr häufig, ist ein unheimlich hilfreicher Tipp. Und die Minuten, die man spart, kann man ja andersweitig auch hervorragend verwenden. Aber unbedingt mal ausprobieren, wir berichten auch viele Kunden. Mensch, das war ja ein einfacher Tipp, aber der ist voll effektiv und es geht irgendwie alles schneller von der Hand. Also unbedingt mal ausprobieren. Ja, schnell und lecker kochen ist also auch im Alltag möglich. Bestimmt kanntest du schon viele Tipps, aber ich finde es immer mal gut, alles in einem Video einfach mal zusammenzufassen. Ich finde, das hilft auch immer, sich das alles so ein bisschen wieder zurück ins Gedächtnis zu holen, weil die meisten Dinge weiß man, aber man wendet sie doch oft im Alltag nicht an. Und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, macht das unbedingt. Hier gibt es immer hilfreiche Tipps, viele Rezeptideen und alles, was sich sonst noch so rund um die Ernährung dreht. Und falls du Lust auf Social Media hast, meinen Facebook und meinen Instagram-Account findest du auch in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Kocht euch später was Leckeres und wir sehen uns dann in meinem neuen Video.